So, schauen wir mal. Ate. Mit B und RT und ich drücke die ganze Zeit A und RT. Weil normalerweise Ates benutzt man ja mit dem A-Knopf. Jetzt hat es aber trotzdem nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Hä? Funktioniert irgendwie nicht. Ah, jetzt. Ja, hier sind die Gegner einfacher. Das merkt man. Mit ein paar Schlägen sind sie schon low life. Obwohl low life in dem Spiel gar nichts heißt. Weil sobald sie ganz unten sind mit dem Leben, dann haben sie gefühlt nochmal so viel Energie. Ey, Mikleo, schleuder sie nicht weg. So, ich muss hier... Ist da irgendwo ein Speicherpunkt? Ich würde den jetzt gern mal probieren. Dann bin ich ja das letzte Mal ausgewichen. So. Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Sieht fast gar nicht danach aus. Aber hinten habe ich gespeichert. Also, falls ich jetzt wirklich verliere, dann muss ich halt da hinten wieder anfangen beim Zavgodmor. LOL, das ist wirklich gleich erledigt. Er ist erledigt. Sind nur noch die kleinen Fische da. Im wahrsten Sinne des Wortes Fische. Naja, Tintenfische sind ja so gesehen keine Fische, sondern gehören zur Gattung der Kopffüßler. Kleiner Fun Fact am Rande. Aber da ist ja auch ein Speicherpunkt. Das heißt, wahrscheinlich sind die ganzen Speicherpunkte deaktiviert worden. Oder habe ich den auch nicht aktiviert, weil da der große Gegner war? Ich weiß nicht. Ey, jetzt flieg nicht immer davon. Ich bin dein Gegner.
Wo der mal hinfliegt. Nur nicht zu mir. Es gibt nicht. Ich drisch ganze Zeit auf den einen, aber mich nimmt er nicht ins Visier. Der auch. So, speichern. Immerhin haben wir jetzt einen großen Gegner besiegt. グレイブガント盆地あたりか。こうしちゃいられない。クリフツェンケ。食料に武器、薬に棺桶。稼ぎ時だな。まずい。前以上に怪我。あれが集まったら。それこそが狙いなのでしょう。ヘルダルフ。行ってみよう。グレイブガント盆地あたりらしい。 ネクリフツェンケ。やったっす。とうとう敵の居場所をつかんだっす。ちょっと。ロール。しっかり。大丈夫か。ありがとう。旅の疲れが出たよっす。けど決着の時は来たっす。猫人の里に急がないと。カツ。 体で猫人の里、そこで決闘するつもりなのか。猫人が住むっていう幻の村に。<笑>猫と亀の大決闘になったりしてな。でどこにあるんだろう猫人の里って。そんな伝説聞いたことも。私も詳しいことは。行きたいんなら調べるしかないね。<笑> じゃあ、各地の伝承に詳しい天族を当たってみるか。なるほど。看護天族なら伝説とか伝承とか詳しいかもしれないもんな。Aha. Also ist das so eine. Okay, aber sie sagt gar nichts mehr wegen Nebenaufgaben und so. Aber auf jeden Fall, wir sollen halt die Herrscher der Länder befragen nach den Cuts. Die Cuts, falls ihr es nicht wisst, sind praktisch das, was die Turtles in den anderen Spielen waren. Also umgekehrt. Hier sind die Turtles das, was früher die Cuts waren. Die haben nämlich den Helden, also die Heldengruppe besser gesagt, mit Karten versorgt und ja, ich glaube, das waren deren Hauptfunktion und ich weiß jetzt gar nicht, waren die auch dafür zuständig, dass man in einem New Game verschiedene Fähigkeiten hatte? Bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, jetzt suchen ja jetzt diese Turtles nach dem Katzdorf. Ich hätte schauen können, ob ich jetzt teleportieren kann. Ja, kann ich dann da vorne machen. Die sind aber komm, machen wir ein gefährliches Treffen. Verwandeln wir uns.
Wow, 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 wow. Wer schleudert da Meteor? Warte, wird aber nur langsam die GK erhöht. Lol. Die machen aber trotzdem noch Schaden. Bam. Wo ist denn der Speicherpunkt? Da vorne irgendwo. Irgendwie sehe ich ihn nicht. Ah, jetzt sehe ich ihn. Mal schauen, ob ich mich teleportieren kann. Erstmal speichern. Klefezenke, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Können wir auch direkt in die Klefezenke? Nö. Dann vielleicht hier in den Wald. Volkranwald? Ja. Nur Eingang der Lamorak-Höhle nicht. Ja, okay. Ist ein guter Deal. Da in den Süden. Wenn ich da jetzt die besiege, die müssten eigentlich ziemlich schnell down gehen. Anscheinend nicht so schnell, wie ich mir gedacht habe. Ich dachte halt wirklich, die sind so One-Hit-mäßig down. Komm, holen wir uns ein bisschen die Windschreiterfähigkeit. Die waren schon eher so One-Hit-mäßig. Ah. Da versperrt jemand den Weg. Natürlich ist da die typisch unsichtbare Wand. Ich darf da nicht durch. Moment, aber kann ich denn nicht gleich zur Klefezenke? Frage ich mich halt. Habe jetzt gar nicht geschaut. Also hier ist kein verspäteter Weg. Ah. Mit dem wird sichergestellt, dass wir unbedingt zur Klefezenke gehen. Weil, wenn wir durch die Lamorak-Höhle gehen würden, dann würden wir die Klefezenke umgehen. Und so gleich nach Elysia gehen. Das wäre halt dann nicht so geil. So, und wir müssen ja auch nochmal hier in den Norden, weil da wird wahrscheinlich das Geheimnis der Medusa-Schwestern sein. Also erst kommt hier eine Zwischensequenz.